Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars. Es ist wieder soweit. Juhu. Wir machen heute Episode 6 zu Ende. Zeit wird's. Und ich habe hier, während ich gewartet habe, ein bisschen randaliert. Und jetzt kann ich hier irgendwas zusammenbauen. Ah, cool. Eine Bowlingkugel. Nein, nicht dich. Super. Okay, immerhin, es gibt ein Tausender. Passt. Nehmen wir mit. dass das keine Trophäe gibt dafür. Na gut, hier, Episode 6, Kapitel 4, Schlacht um Endor. Bei den kleinen Teddybären sind wir stehen geblieben. Das ist eins der schlimmsten Level, finde ich, was ewig lang geht. Da sind die Todeskommandos, ey. Das ist halt auch so random, ne, dass die einfach den C3PO anhimmeln. Wie bauen wir storytechnisch ein, dass die Ewoks Lust haben, denen zu helfen? Lass uns doch so machen, dass die C3PO verehren. Luke, so den Scheiß mache ich nicht mit. Nein, Ewoks sind nicht schlimm. Ich finde, die sind unnötig, aber die sind nicht schlimm. Wookies sind eindeutig die cooleren. Da brauchen wir auch nicht drüber reden, ist einfach so. Gut, also machen wir es wie immer. Schnell den Waden Jedi und dann Level wenden. Ich will nämlich heute ins Freeplay gehen und schon mal die erste Episode vielleicht fertig machen. Aber da nehme ich mir wahrscheinlich zu viel raus gerade. Wobei... Ne, ich wollte ja eigentlich anders angehen. Ich wollte erst die roten Steine holen. So, komme ich hier rüber? Fast. Nur fast. So, dahinter ist immer was versteckt. Aha. Sehr gut. Okay. Hier. Irgendwie dachte ich, den Top kann ich abschießen, aber nee. Maddie, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Mir geht's soweit ganz gut. Und dir? Wie war dein, hier, wo warst du da am Wochenende? Irgendwo, irgendein Treffen hattest du doch, oder? Ich kann hier hinter. Das wusste ich nicht. So, du bist dran, Kollege Schnürschuh. Wicked. So, mitnehmen.
Irgendwie habe ich heute nicht so viel zum Erzählen, muss ich gestehen. Irgendwie bin ich so ein bisschen fertig vom Tag. Aber das wird gleich. Lass mich so ein bisschen reinkommen. Heute war ein anstrengender Tag, Leute in der Arbeit fehlen und dann muss immer wieder für alle anderen mitarbeiten. Das ist immer das Beste. Vor allem, wenn man dann alleine für zwei Leute arbeitet und auch seinen eigenen Scheiß abarbeiten muss. Das ist immer das Beste. Das höre ich gern, Maddie. Das höre ich gern. So muss das auch sein. Achso, ja, hier, Schalter. Gut. Erste Passage hinter uns. Ich bin froh, wenn ich aus diesem blöden Dorf raus bin. Ach ja, stimmt, dieses komische Rätsel hier gab es auch noch. Ha, den habe ich vorhin in den Tod geschickt, den Lappen. Tja, war dann nicht schnell genug. Wieso trifft das nicht? Hallo, jetzt. Joa, ansonsten. Ja, gibt's eigentlich wirklich nicht viel zu erzählen. Also heute ist echt so ein Tag. Den hätten wir auch einfach wegradieren können aus den Geschichtsbüchern. Das würde niemandem auffallen. Das ist so, ich vergleiche es immer ganz gern mit so einer Füller-Episode bei einer Serie. Wo die Serie halt ohne auch komplett Sinn macht und die einfach nur aufgenommen worden ist oder gemacht worden ist, weil die Zeit brauchten für irgendwas Wichtiges oder so. Und so fühle ich mich auch. So komplett unnötiger Tag einfach. Der Füller-Episodentag. Gut. Haben wir den Aufzug beschworen. Los geht's, Hahn. Der Hahn da Solos. Hey, da schiebt er mich echt weg. Frech. Ah, Moment. Oh, juckt. Oh. Doch nicht mitten im Kampf. Ah, die können alle nix. Ich habe mir auch schon überlegt, welche Charaktere wir alle brauchen werden. Für den Freeplay-Modus. Welchen wir da am besten kaufen. Ja, stimmt wohl, das hat man echt. Aber heute ist wirklich, ich sag's dir, heute ist schlimm. Aber jeder Tag hat irgendwo was Schönes, also muss man eigentlich nur das Positive versuchen zu sehen. Und das Positive heute ist, wir streamen hier ein schönes Spiel und haben Spaß. Das ist doch schon mal etwas. Die Geister sind gut für die Herausforderung, stimmt, aber die Geister kosten auch einen Haufen Knete. Ich glaube irgendwie eine Mille pro Nase oder was? Gut, ich brauche theoretisch nur einen, aber... Hat man die direkt nach der Story überhaupt? Das ist das nächste. Ich
Meine kleine Viecher habe ich dann theoretisch hier mit Wicked, den kriege ich ja freigeschaltet. Ich brauche noch einen, der hochspringt. Das müsste aber Charger sein, damit hätte ich den erledigt. Einen mit dunkler Macht bräuchte ich theoretisch, aber da kann ich einen Custom Character machen. Das könnte ich theoretisch umgehen. Was brauche ich noch? Ein Bounty Hunter brauche ich. Aber den müsste ich ja mit Lea haben. Oder muss ich den kaufen? Ich weiß es gar nicht mehr. Was braucht man noch? Wir haben dunkle Macht, wir haben Ding, wir haben Kleine, wir haben Bounty Hunter, wir haben Ladies, wir haben Androiden. Schießwütige haben wir sowieso genug. Was haben wir noch? Das war's eigentlich, ne? Sonst gibt's ja eigentlich nicht viel. So viele Mechaniken waren das ja doch damals nicht. Ja, nee, ich meine, dann sollten wir eigentlich alles haben. Nur fürs Easy wäre quasi die Geistercharaktere noch das Ding. Okay, dann schauen wir mal, was wir uns am Ende des Tages leisten können. Weil ich habe irgendwie 1 Million irgendwas aktuell auf der Bank sitzen und ich würde aber auch gerne die Multiplikatoren kaufen. Bevor wir den mal 4 aktuell noch freigeschaltet haben. Und das ist so das nächste. Die würde ich auch angehen zuerst, dass wir die roten Steine für die Dinger holen. Für alle Multiplikatoren. Und für den Minikit Detektor. Dass wir das irgendwie zuerst machen. Und dann können wir theoretisch die Episodenweise durchjagen oder so. Das ist dann wurscht. Aber so wird es jetzt dann das erste, was wir machen. Einfach, dass wir, wenn wir die freigeschaltet haben, immer wieder, sobald das Geld da ist, einfach kaufen können. Und ich meine, die ganzen Multiplikatoren waren eh Episode 4, 5, 6. Alles, ich glaube, in den ersten Episoden gab es nichts Gescheites Gutes. Aber da hole ich mir später noch so eine Liste raus. Irgendwo online gibt es da bestimmt Aufschrift, wo was zu kriegen ist. In welchem Level. So, komme ich da hinten hin? Nein. Fuck, wie ging das? Aber ich glaube, da brauche ich so einen Double Jump Typen dafür. Warte, ich probiere es noch einmal. Nee. Okay. Nevermind. Kümmern wir uns im Freeplay drum. So, da kommen wir nicht hoch, da kommen wir auch nicht hoch. Auf geht's. Tausender, her damit. C3PO. Ansonsten, wie war das noch? Es gab die normalen Minikits zu holen, logischerweise. Dann gab es die Minikit-Challenge jeweils für die blauen. Für die blauen Minikits. Dann gab es ja noch die Super Story. Was war noch? Minikit-Challenge und noch irgendeine andere Challenge als Bonus-Level. Dann gab es noch 6 Bonus-Level generell. Ja, glaube, das war's. Kopfgelder. Stimmt, Kopfgelder gab es auch noch. Sch
Stimmt. Für Kopfgelder brauchen wir aber jeden einzelnen Kopfgeldjäger. Ja gut, ich sag mal, sobald wir die Multiplikatoren haben, ist es sowieso eine Frage der Zeit. Da werden wir nach einem Level sehr viele Charaktere kaufen können. Die Knete wird fliegen. Also der kann da gar nicht hoch. Moment. So, Chewie, los geht's. Mann, Junge. Yay. Da haben sie die KI aber auch verbessert. Die waren im zweiten Teil schlimmer. Da waren die richtig stupide blöd. So, jetzt kommt dann irgendwann der Bunker, ne? So, Wicked, gehen wir da rein. Sind die blauen Minikits schwer gewesen oder war das nur auf Zeit einfach nur schnell ablaufen, die Dinge? Ich weiß es nicht mehr, ne? Das ist so ewig lang her. Ich weiß nicht, dass ich auf Super Story keinen Bock habe. Weil es einfach stupid einfach dasselbe nochmal ist. Nur dass man nicht unter den einzelnen Leveln rausgehen kann. Und du noch Zeitdruck hast. Okay. Ja, gut, aber die sind ja wahrscheinlich, wenn du Minikit-Detektor drin hast, wahrscheinlich werden die dann auch angezeigt, ne? Gehe ich mal davon aus. Hoffe ich zumindest. Weil wenn nicht, dann werden wir es trotzdem ohne Video probieren. Und wenn alles nicht geht, dann holen wir das Video zu Rate. So. Jetzt kommen wir dem Bunker näher. Und los. Yay. Meist haben Laserwaffen, aber für das bisschen Holz hier braucht man so eine Schleuderkanone. Ja, bringen wir schon hin. Es ist ein fucking Kinderspiel, irgendwie muss es ja so lösbar sein. So. Da wo du überhaupt nicht ohne Hilfen weiterkommst, ist die Skywalker-Saga. Ich glaube, da musst du echt mal ab und zu mal so einen Ratgeber rausholen. Weil es einfach too much Sachen gibt. So. Piu, piu, piu. Und ich muss mir noch die ganzen Erfolge noch durchschauen, was wir da noch alles machen können. Da ist auch noch ein Haufen. Also so nebenbei Erfolgdinge. Keine Ahnung, töte Anakin als Darth Vader oder so Sachen. Wobei ich glaube, die am besten zu lösen sind, wenn man alle Charakter hat. Ich weiß nur, es gab noch eine Trophäe, die war irgendwie... Führe 20 unstoppbare Attacken durch oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was die so unstoppbaren Attacken sein sollen. Das ist so das Einzige, wo ich ein bisschen Struggle habe. Werde ich im Notfall nochmal nachgoogeln müssen, aber ich denke mal irgendwas als Jedi. Was fällt dann als unstoppbare Attacke aus? Keine Ahnung. Die ist mir jetzt einzige im Gedächtnis geblieben, weil ich eben nicht wusste, wie man die macht.
So, ey, 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 ey. Hier. Den hier. Noch ein Tausender, jawohl. Wir werden hier richtig rich. Gut, da brauche ich auch nicht hochgehen, das ändert sich nichts. Hier, habe ich hier irgendwas von? Nope. Kann man in der Bar mit dem Schwert noch eine Attacke in der bestimmten Zeit ausführen? X, X, Pause, X, weiß glaube ich, dann kommt ein bestimmter Ton. Ah, ist es das, wo das Schwert so aufleuchtet? Und quasi so einen Glitzer-Effekt bekommt? Ah, okay, 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 okay. Dann weiß ich, was das ist. Sehr gut. Also, wow, das bringt mir alles nichts. Upsi. Okay, dann kann ich das ja angehen, wenn ich das nächste Mal einen Jedi wieder in der Hand habe. Aber es ist ja egal, ob ich jetzt den Gegner treffe oder nicht, ich muss die quasi nur ausführen, ne? Weil dann kann ich die einfach kurz spammen und dann ist gut. Perfekt. Einwandfrei, dann haben wir ja schon mal den Schlachtplan für später. Haben wir zumindest eine der Trophäen schon mal abgehabt dann. So, ihr kommt alle hoch. Ne, ihr kommt da nicht alle hoch. Müsst ihr überhaupt da hoch? Weiß man nicht. Okay, wait a minute. Komme ich da hoch? Passt. Okay, park mal kurz um. So. Ja, jetzt aber. Ui. So, check, 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 check. Allein jetzt schon 155.000 gemacht. Ey, es ist echt super. Liebe diese Multiplikatoren. So, einmal kurz den Boden machen. Ja. Und zwei. Schieben. Wir nehmen Bikini Bottom und schieben es woanders hin. Tsching. So, und jetzt ab in den Bunker. Das Level will einfach auch nicht aufhören, ne? Also. Man sieht halt wirklich, die haben von Episode 1 auf Episode 2 so gesagt, jo, hier von Lego Star Wars 1 auf Lego Star Wars 2, so meine ich, wir müssen die Level verdoppeln, von der Länge, mindestens verdoppeln. Und alle so, ja, mach mal, wir ziehen es unnötig in die Länge. Und gefühlt wurde es vom Spiel zu Spiel immer schlimmer, auch abseits von Lego Star Wars. Weg mit dir. Ja, persönlich die Schelle geben. Gut. Schalter Nummer 1. Erledigt. Den nur noch 3.
Das war so schlimm, das Level im Ding, im No Death Run damals. Generell diese No Death Runs, die haben mich gezeichnet. Das war einfach nur schlimm. Bin ja so überhaupt kein No Death Runner, ne? Ist zu hoch für mich so ein bisschen. Dann das komplette Lego-Spiel auf No Death Run. Ich glaube auch, wenn ich fertig bin mit dem Lego Star Wars Spiel, werde ich das für sehr, sehr lange, lange, lange Zeit nie wieder anspielen. Ich glaube, dann habe ich erstmal genug Lego Star Wars für die nächsten Jahre. Wenn nicht sogar Jahrzehnte. Gut. Ja, warte, ich glaub sowieso den. Der muss ja darüber flattern. So, und diesen. Perfekt. So. Jetzt gehen wir hier rum. C3PO möge er herkommen, oder nicht. Gut. Na komm, gib mir irgendeinen. So, Melly, was machst du heute Schönes? Erzähl mir. Was ist dein Plan für den Abend? Fehlt nur noch einer. Hier ist ja noch was zum Zerstören. Upsala. Wie konnte das meinem scharfen Auge entgehen? Goldfarm. Oje, oje. Das ist ja richtig schlimm, ey. Gibt's da keine AFK-Farm oder so? Au. 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 Junge, jetzt such dir ein Hobby. So, jetzt ist die Frage. Kriegen wir die 200.000 hier noch voll? Wahrscheinlich nicht. Aber cool war's. Aber 100 Neon, das ist schon krass. Da bin ich schon ein paar Stunden beschäftigt, wa? So kann man natürlich das Spiel auch timegaten, ne? Mit so Sachen wie Goldfarmen. So, hier brauchen wir einen Helm. Okay, Moment. Den gibt's hier umsonst. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da ist ein roter Stein. Ich will ihn haben. Ja, und jetzt? I want it. Er ist ein roter Stein. Ich will den roten Stein haben. Hä? Wie meine ich denn jetzt, dass die Dinger hier schief sind? Ah. Da hat es einmal kurz Bumm gemacht. Upsi. Jetzt schiebt das Ding. So, du bist wieder dran. Robocop.
So, so eine Melodie, wenn du die einfach zu lange hörst, dann kannst du, glaube ich, richtig verrückt von werden. So, komm, ich nehme einfach mal den Helm mit, einfach weil ich es kann. Und jetzt machen wir hier so Check. Und jetzt sind wir beim Ende. Gott sei Dank, ey. Nee. So, noch zwei. Ja. Generell finde ich, wie gesagt, ich finde die Episode 4, 5, 6 irgendwie von den Leveln mega langweilig. Ich weiß es nicht. Die waren jetzt nichts, wo irgendwie richtig raussticht. Und die waren halt übernatürlich lang. Und das war für mich irgendwie so ein Ding, wo auch unnötig ist. Einfach unnötig. So, 1,5 Millionen fast. Perfekt. Ich glaube 2,5 kostet der nächste. Oh ja, jetzt gehen wir immer 100.000 extra. Das ist immer gut. Immer gut. So, Story fortsetzen. Ja, ja, bla 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 bla. Jetzt gibt's den Kampf gegen Emperor Palpatine. Gegen die verschrumpelte Ding. Pflaume. Aber man sieht schon, Luke wollte immer so ein bisschen Vader-like aussehen, ne? Auch mit dem kompletten Schwarz und so. Da, Haupt. Dem viel zu großen Stuhl. Und da kommen die Vatergefühle. Oh. Sehr gut. Immer die Lache von dem, das war immer so schlimm. Möge er weichen. Ah, Moment. It's Vader time. Genau die meinte ich. Jetzt haben wir das schlimm. Hey, jetzt. Ich würde sagen, die kann man doch töten. Komme ich da hoch? Easy, perfekt. Dafür gab es einen roten Stein. Wenn ich es schnell genug mache. Nein. Ach. Wenn das automatische Ding falsch auswählt, ne? So, da ist er. Da ist er. Der rote Brick. Das Beste am ganzen Spiel. Ein Stat-Magneten hätte ich auch noch gern. Das ist auch so ein Ding. Den würde ich gern haben. Dieses lästige Hinterhergelaufen ist so schlimm. Und Chang.
Wie war das? Kriegen wir Vader eigentlich umsonst? Oder müssen wir Vader kaufen? Das weiß ich nicht mehr. So, check, 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 check. Ja, mit dem Tausender. Hä? Achso. So, und jetzt müssen wir es kombinieren. Und drauf da. Das finde ich immer so schwierig, wie die das gemacht haben, dass die Gegner immer so easy hochspringen können. Und du als Charakter bist halt der Lappen, der nirgendwo hochkommt. So, hier war das X, 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 X. Nee. Gerade hat es schon kurz aufgeleuchtet, aber irgendwie. Machen wir es auf den einfachen Weg. Ach. Bam. Julio. Warte mal. X, X, X. So, das war eine, ne? X, 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 X. X, X. Ne, das war nicht. Warte. Ah, there we are. Ich weiß nicht, wie viel ich davon brauche. Aber wir machen die jetzt einfach mal eben. Jetzt, weil ich gerade den Rhythmus habe. Machen wir mal. So, irgendwas habe ich aufgeweckt. Ich weiß nicht mehr was, aber irgendwas. So, warte mal. Ah, jetzt. Und. Nee, das war nix. Nee. Mein Gott, jetzt war ich gerade im Rhythmus drin. Also. Nee. 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 X. 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 Okay, immer so ein bisschen. Bisschen Zeit dazwischen lassen. Okay. Ups. Ja, da ist er. Lichtschwertmeister. Willkommen. Okay, weiter geht's. Boah, ey, nein, au, au, ey. Ich hab die Dinger. Die roten Kiekse-Viecher, ne? Hier, die waren schon immer böse. Ja, Chili, Chili. Ich glaube, ich habe meinen Weg nach oben gerade zerstört. Ja, egal. So. Irgendwas habe ich doch vorhin mit den Lampen da freigeschaltet, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Hier die Wand kann ich nicht zerstören. Hier brauchen wir Django. Das ist sowieso raus. Okay, was will ich mit der Plattform hier? Hm. Danke, Mary. Fragen über Fragen. So, kann ich das jetzt zerstören? Jo, perfekt. Du. Ah. War ich nicht schnell genug oder was? Oh. Nein, eins ausgelassen.
Ich lasse es mal kurz nochmal das auf Rot gehen. Okay, die geht nicht. Die geht auch nicht. Ja, okay. Dann eben nochmal. Da, wieso gehen die denn aus? Was ist das für eine Frechheit? Hä? Es war doch grün. Mann. Hä? Ich verstehe gerade nicht, warum das so kompliziert ist. Geh doch mal schnell darüber. Nein, wieso gehst du denn weg? Boah, Junge. Min, Junge, jetzt komm her. Okay, ich check gar nichts. Wieso bleiben die denn hier nicht an? Egal wie rum ich's mach. Die bleibt an. Die nicht. Ist das ein Bug? Ach egal, kein Bock mehr. Wenn das Spiel nicht mag, dann mag ich auch nicht. Wenn ich jetzt für den Scheiß nochmal einen extra Controller rausholen muss, ne? Na gut, gibt's wieder aufs Fressbrett hier. Da, das meine ich, dass die einfach easy peasy da hochjumpen können und wir sind die Deppen, die hier rumlaufen dürfen und extra Schalter betätigen und so einen Scheiß. Naja, stimmt, ich habe vergessen, Luke ist eine Enttäuschung. Der kann ihn nicht töten. So. Check, check, check. Der andere lacht sich da hinten ins Fäustchen, ey. Wahnsinn. So, auf geht's, komm. Weg mit dir. Oh, Power Up. Power Up. Wie eine Mace Windu. Eigentlich makaber, dass da beide mit einem pinken Laserschwert mitlaufen darf. Nachdem er Mace gekillt hat. Hä? Okay, check ich auch nicht. Egal. Irgendwie sind die Mechanics hier in diesem Level anders wie im zweiten Teil. Für die ganzen Nebensachen zumindest. So, Feliz Navidad. Da kommt die Raucherlunge durch.
Yay. 10 von der Punktzahl ist sehr schön. Den will ich haben. Hey, wir kriegen da aufgeschenkt. Okay, nice. Da braucht man keinen Custom Character machen. So. Mini-Kids haben wir nichts erreicht. Gib mir Money. Und nochmal, gib mir noch mehr Money. Sehr gut. Story fortsetzen. Ab ins letzte Level. Jetzt kommt das Meme. It's a trap. Da ist er. Da ist er, die Legende. Da. In das Level kann ich mich auch mal erinnern. Das war auch mal so ein Ding im No-Death. Schlimmer geht's nicht. Aber die haben die Lage von den Dingern verändert. Oder ich verwechsel es gerade mit dem anderen Level. So, wo sind die Torpedo-Heinis? Da ist einer. I need more. Da. Gib. Wendekreis des Todes mit dem Ding. Na komm, ich brauch mehr Torpedos. Torpedos, hallo. Spiel. Ist ja alles nett und so, aber ich brauch Torpedos. Das Spiel will mir das Ding nicht, die Torpedos nicht geben. Gibt's ja nicht. Einmal kommen zwei. Perfekt, wie gerufen. Quasi. Mehr oder weniger. Aber ich bin froh, dass sie das Level leiser gemacht haben. Das war ja abnormal laut. Gib, du hast das Objekt, meine Begierde. Gib her jetzt. Du Arschloch. Da kann der aus den Levelgrenzen raus. Das ist ja frech, ey. Jetzt schieß. Du. Ja, perfekt. Gib. So, wo ist hier noch ein Schiff? Eins muss noch da sein, meine ich da. Einmal und zweimal. Jetzt sollten wir alle haben. Es sei denn, ich hätte irgendwo einen übersehen. Nee, da darf ich nicht lang. Nee, perfekt. Da ist er. It's a trap. Gut, weiter geht's. Ups. Da bin ich drauf gegangen.
Gott, wo war hier denn nochmal der rote Stein? Der war auch noch irgendwo. Aber den konnte man, glaube ich, in der Story schon holen. Wenn ich mich nicht komplett falsch erinnere. Irgendwann fangen an, die Level zu verschmelzen, weil die alle ähnlich sind. Ah, Junge. Na dann. Ah. Auf mich zu töten. Jetzt schieß doch. Okay, das war es auf jeden Fall nicht. Ich meine, dass der irgendwie versteckt hinter einer Wand liegt oder so. Ey, Junge, was ist hier eigentlich gerade los? Ich komme ja nicht mal annähernd an meinen wahren Jedi hier dran. Okay, da komme ich nicht rein. Dass man die auch ausgerechnet vier Dinger braucht, ne? Und dann aber nur noch drei mitnehmen darfst. Außer Timegaten, ey. Also Spiele seien technisch nicht schön. Dann lass mich vier Stück mitnehmen oder mach drei Dinger hin. Aber nicht dieses Hin- und Hergefliege. So, hier hinten meine ich. Ah, ne, hier war noch ein Dingens. Und links, hier rechts konnte ich nicht rüber. Okay, nee, dann bin ich mir jetzt unsicher. Vielleicht verwechsel ich das mit einem anderen Level. TIE Fighter. Sehr gut. Oder war es hier irgendwo? Wobei. Boah, Junge. Ich hab keinen einzigen Stat mehr dabei. Egal, im Notfall. Mit den nötigen Multipliern bringen wir das easy peasy. Die wollen hier einen abpacken in dem Level. Hier irgendwas versteckt? Boah, ich weiß es nicht mehr. Ach, jetzt muss... Ach Gott, jetzt darf ich den ganzen Weg zurückfliegen. Oh Mann. Ich will fertig werden mit der Story. Gib. Ey, wenn... Würde sagen, wenn die mich jetzt nochmal töten, auch im Weg dahin. Dann weiß ich echt nicht, was sie mit dem Level gemacht haben, aber so akkurat waren die noch nie beim Schießen in dem Level, die Gegner. Und ich habe das Ding auf No Death Run gemacht. Ich war... Ist es. Zu fix. Ich mache was will ich. So. War hier ein roter Stein? Ja, da war er doch. Da geht doch hinter der Wand.
So, und rein da. So, und jetzt nur noch abhauen, dann haben wir's. Vielleicht kriege ich ja sogar genug Stats hier beim Abhauen zusammen, das wäre super. Hey, Minikit. Also zwei Minikits kann ich auf jeden Fall nicht holen. Dafür müssen wir in die TIE Fighter Räume. Und für die restlichen. Ja, noch einer. Sehr gut. Und hier müsste wahrscheinlich noch einer sein. Sind ja nicht umsonst drei Sektionen. Yay, war er eh die bekommen. Easy. Ja, da war er. Okay, also alles geholt in dem Level, was möglich war in der Story. Sehr schön. Yay, die Rückkehr der Jedi-Ritter, Erfolg freigeschaltet, sehr schön. Episode 6 abgeschlossen, Superstory freigeschaltet und unendliche Torpedos, ja, das ist gar nicht mal so dumm. Das ist in der Tat gar nicht mal so dumm. So, haben wir jetzt sogar 2 Mille. Und für 2 Mille kann ich mir den nächsten Multiplier noch nicht leisten. Gut, Story beenden. Und da hat er 2 Millionen gekostet oder was? 2,5? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine aber, das waren 2,5. Dann sind die alle am Abdancen. Sehr schön. 42,3%. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Okay. Gut, dann muss ich mal checken, ob ich mir das Ding leisten kann, den Multiplier. Extras. Was kostet der eigentlich? 20 Mille, alles klar. Das ist erschwinglich. 2,5. Okay, wir gehen also knapp 300.000. Ja, das ist machbar. Ich glaube, ich würde noch sparen auf den Superlichtschwerter. Ansonsten ist eigentlich nichts dabei, was ich unbedingt brauche. Okay, charaktertechnisch. Jetzt müssen wir gucken. Wir brauchen auf jeden Fall so einen Bösen. Mmh.
Das ist das Droidika Boss. Na, das kann ich gleich hier machen. Gut, Darth Maul brauchen wir in dem Fall nicht. Kann ich eigentlich irgendwo sehen, was ich für Charakter überhaupt habe? Warte mal. Wir müssen ja nur abdecken, was uns fehlt. Also, wir haben Jar Jar für Hochspringen. Wir haben R2-D2, das passt. Wir haben Anakin oder Wicket als Kleinen, der durchschlüpfen kann. Wir haben C-3PO, das ist klar. Ansonsten... Wir haben hier Commander Cody für Türen, die Dinger brauchen. Der Stormtrooper brauchen. Ansonsten haben wir noch, ich suche gerade die, ist es die? Prinzessin Leia Bush? Hatte die nicht immer eine Maske auf? Im Charakter-Auswahlmenü. Braucht auf jeden Fall einen Kopfgeldjäger, so oder so. Ob das jetzt die Leia ist oder nicht. Ich dachte, die hätten wir frei bekommen. Dann gehen wir mal andersrum. Das stimmt nicht, dass der gesperrt ist. Den haben wir eigentlich freigeschaltet schon. Naja. R2Q5. Yoda-Geist. Anakin Skywalker-Geist. Ben Kenobi-Geist. Okay, Anakin-Geist wäre dann sonst so ein Ding. Denke, Admiral Akbar. Imperator. Ewok. Boba Fett. Boba Fett kostet 100. Okay. Palastwache, Bib Fortuna, Gefangener, nein, Bespinwache. Nee, aber dann müssten wir ja eigentlich den haben. TIE Fighter, Todesstern, Imperialer Spion, Greedo. Greedo kostet 60, vielleicht nehme ich den gleich. Java. Rebellentruppe, verkleideter Klon, Mace Windu, Klon, 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 Wookie, General Grievous, Count Dooku, Plo Koon, das sind die ganzen, Ding, Jedis, Django, Fett kostet 70, ne, Klon, Dexter, ne, pass auf, dann machen wir es einfach so. Ich nehme jetzt den. Wo ist er? Den Greedo. Dann haben wir den auf jeden Fall. Und das ist jetzt kein Ding, wo uns zurückwirft. Und jetzt muss ich kurz googeln nach den roten Steinen. Lego Star Wars. Complete Saga. All Red Bricks. Das hört sich doch gut an. So. Also, Episode 1 haben wir Super Gong, Poo Money, Walkie Talkie Disable, keine Ahnung, Power Brick Detector. Ich weiß nicht, was ein Power Brick Detector ist. Super Slap, Force Grapple Leap. Okay, geht so. Stud Magnet, Episode 2. Character Stats, Perfect Deflect, Exploding Blade, Force Pull. So, ansonsten. Ansonsten ist eigentlich nichts Interessantes in den ersten drei Episoden. Bis auf den Stud-Magneten. Den holen wir dann als erstes. Ansonsten. Unbesiegbarkeit gibt's noch. Score 4 haben wir, Score 6. Chapter 5, Episode 5. Mini-Kit Detector, Episode 5, Level 6. Und Score 8, Episode 6, Level 3. Okay.
Gut, dann würde ich sagen, wir machen es doch einfach so. Wir gehen jetzt und holen uns den Stat-Magneten. Und der ist in Episode 2 Level 1. Genau. Pre-Game. Nee, oder? Warte mal. Doch, Episode 2, Chapter 1. Ich vergesse immer, dass es in diesem Spiel dieses komische Ding gibt. Dieses komische Level hier. Das gab's ja vorher nie. Für mich fängt die Episode 2 immer mit dem Level an, wo die Klonkrieger sind. So, gut, ist die Frage, machen wir hier gleich die Minikits oder machen wir nur die Red Bricks erstmal? Ich glaube, ich bin da viel zu groß mit dem, warte mal. Der Podracer. Dann nehmen wir mal den hier. So wie es sich gehört. Okay, den roten Brick soll es angeblich nach dem ersten Force Field geben. Wo der uns so gefangen nehmen kann. Aber ich weiß nicht, wo die ganzen... Wie viel fehlen mir eigentlich? 5. Wo die ganzen Minikits sind. Okay, irgendwelche Waffen da hinten kann man abschießen, das zählt. Da hinten muss ich als Bösewicht rein oder so. Machen wir gleich. So, was ist hier? Moment, nein. Ach lol, ich hab... Na, okay. Ich habe noch gar kein Bösewicht. Okay. Dann müssen wir das noch ergänzen. Wir brauchen ein Fliegeding Bösewicht. Das fehlt uns. So, dich müssen wir zerstören. 2 von 5. Achso, das ist das Level. Ich dachte mir, was wird mir da jetzt angezeigt? Aber die wollen mir nur zeigen, ey du Depp, du musst da lang. Aber das weiß ich doch. Wer will denn nicht lang? Jetzt nimm's doch auf. Ich hasse diese Vehikel-Level, ne? Die steuern sich einfach so schlecht. Okay, diese komischen Leuchtsäulen. Am liebsten würde ich einfach so einmal alles zerschießen. Ohne jetzt hier einzelne Sachen raussuchen zu müssen. Der Überblick in diesem Level ist einfach nicht gegeben. Ja, wo muss ich jetzt lang? Gehe ich jetzt links rum? Gehe ich jetzt rechts rum? Gehe ich woanders rum? Da oben kann ich auch noch drauf schießen, obwohl ich da gar nicht hinfliegen kann. Da. 1 und 5. Zwei von fünf. Und da kommt so einer mit dem Ding, warte mal. Hier. 3 von 5, gib mir mehr.
Und ich glaube, ich werde mir gleich unendlich Torpedos holen. Dann habe ich den Scheiß schon mal weg. Für die 25.000 oder was es da gekostet hat. So, das Ding. Und das hier noch, ne? Perfekt. Okay, irgendwas hat das mir freigeschaltet, aber ich sehe nicht wo oder wie oder was. Hallo, Spiel? Okay, cool. Gut, dass es mir das anzeigt, wo was freigeschaltet worden ist. Aber wahrscheinlich habe ich das schon. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich die Dinger schon mal abgeschossen habe. Vielleicht ist deswegen nichts da. Wir gehen einfach mal davon aus. So, 4 von 5. Oh, okay. Kann ich das so abschießen? Wieso soll ich die Ampel abschießen können, wenn es das nichts bringt? Alles klar, Maddie. Dann dir noch eine gute Nacht, gell? Schlaf gut. Okay, das haben wir auch scheinbar schon erledigt. Okay, hier ist das erste Force Field. Sehr gut. Das heißt, danach dürfte der rote Stein irgendwo sein. Irgendwas verpasse ich doch. Ah. Der. So. Das ist ein Tausender, den will ich haben. Sehr gut. Das noch und den anderen. Perfekt. So, und hier gleich rechts irgendwie. Okay, so nicht. Oh, irgendwo habe ich aber ein Minikit bekommen. Lol. Kriege ich ein Minikit dafür, dass ich zurückgehe oder was? Das wäre natürlich übertrieben krass. Und fies zur gleichen Zeit. Meinen die hier rechts vielleicht mit dem Weg hier rechts? Okay, wir schauen gleich. Nein. Okay. Da war auf jeden Fall was, ja. Okay. Hier schaut mal stark nach Red Brick aus. Ja. Da ist er. Sehr nice. Und hier ist nochmal so ein Ding für Bösewichte versteckt. Okay, gut. Dann... Entschuldigung. Sind wir hier, glaube ich, auf der Seite fertig. Versuche hier so ein bisschen Überblick zu behalten über das Level, ne? Aber es ist echt nicht einfach. Okay, die Schilder lassen sich nicht zerstören. Du bist weg.
Du bist weg, du bist weg, du bist weg. Okay, also es gibt auf jeden Fall noch 3 schießende Türme und, glaube ich, 2 so Leuchtreklame-Dinge, die wir unbedingt beachten müssen. Okay, da ist nochmal ein schießendes Ding. Da ist ein Leuchtreklame-Ding. Aha. War doch nur eins. War nur ein Leuchtreklame-Ding. Wie viel haben wir jetzt? 7. Dann müssen wir jetzt den letzten noch kriegen für die Schießtürme. Den ich alle gefunden habe. Und dann... der ist zerstört, ne? Und dann fehlen mir quasi die 2, wo man den bösen TIE Fighter oder so brauchen. Da ist dann noch ein Schießender. 4 von 5. Und da ist der letzte Schießende. Au. Jetzt erledige ich ihn. Jetzt. Perfekt. Okay, gut, dann haben wir soweit alles hier mitgesammelt, was es zum Sammeln gab. Jetzt müssen wir noch das Level beenden. Und dann müssen wir uns einen TIE Fighter kaufen und nochmal das Level rein. Und die 2 Sachen holen. Dann haben wir es komplett abgeschlossen. Aber da können wir einfach dann durchfliegen, weil ich weiß ja jetzt, wo die Dinge sind. Da muss ich nicht mehr raussuchen. Und wir kaufen uns auf jeden Fall noch unendlich Torpedos gleich. Das ist noch wichtig. Weil den Scheiß tue ich mir nicht nochmal an. Dass ich hier Torpedos zusammensuche. Autsch. Na komm, gib mir das Money. Und so. Wunderbar. Und die Vehikel-Level geben immer so wenig Geld, finde ich. Jetzt, wieso kann ich es nicht einsammeln? Ich bin doch da. So, nochmal, nochmal, nochmal. Perfekt. Oh, ein Tausender. Den will ich haben. Perfekt. Gut, selbe Spiel hier unten. Einmal, zweimal. Autsch. So. Ach, halt's ab. Moment. Und die letzten 3. Jetzt lass mir doch das Geld einsammeln. Hey! Frech. Die lassen mich nicht die Knete einsammeln. Okay, Bossfight, it is. Ich glaube, hier konnte man nichts mehr einsammeln. Und wenn, dann habe ich es schon eingesammelt. So, ein Schuss noch, perfekt. Der Münzmagnet. Eins der besten Sachen. Ach, schön. Gut. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen ins Minus gehen. Obwohl ich das ja eigentlich nicht will. Was willst du machen? Ab und zu müssen Opfer gebracht werden. So, pass auf. Wir kaufen jetzt erstmal
Was ist denn da das Billigste? Nein, nein. Ich weiß gar nicht, ob der zählt, aber... Komm, 35.000 TIE Fighter. Ich glaube, besser wird's nicht. Ich weiß gar nicht, ob Imperial Shuttle da auch zählt. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall... Will ich haben... Wo ist es denn? Charaktersteine, nein. Hier, Münzmagnet will ich haben. Die 100.000 müssen sein. Und unendliche Torpedos will ich haben. So. Damit sind wir natürlich ein bisschen ins Minus gerutscht. Was heißt ins Minus, aber ne? Ich will ja eigentlich die 2,5 Millionen kriegen, damit ich meinen Multiplayer kaufen kann. Münzmagnet, so. Jetzt sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Und jetzt holen wir uns das letzte Ding, damit das Level dann abgeschlossen fürs erste. Fehlen uns dann nur noch die blauen Minikits. So, dann nehmen wir auch gleich den hier. Dann flattern wir mal schnell durch und holen die Sachen. Ich weiß gar nicht, ist es hier, wenn ich... Ja, genau, das geht hier nicht. Irgendwann wird es möglich sein, dass er aus dem Level rausgehen kann und das speichert automatisch den Fortschritt. So, Nummer 1. So, er wird jetzt alles abschießen, den hinterher flattern. Ist einfach viel zu groß hier. Der TIE Fighter. Ah, unendlich Torpedos, Beste. Muss nie wieder Torpedos holen. Jetzt schieß ihn noch ab. Perfekt. Genau, weil ich die jetzt brauche. So, weg damit. Perfekt. Hey, lass mich raus. Hallo? Spiel? Ja, so. Gut, jetzt noch das Level beenden. Easy. Wenn es doch bei allen Leveln immer so schnell gehen würde. Schnell rein, zwei Sachen, piu piu und dann ist fertig. So. Weg damit, weg damit. Ah, ab zum nächsten. Also ich kann dann das Geld noch ein bisschen mitnehmen. Schadet ja nicht. Das ist auch so ein Wunder. Ich hab ja jetzt Münzmagnet, aber scheinbar. Ah doch, erst wenn die liegen, dann werden die angezogen. Hm. Die liegen nicht automatisch, wenn sie liegen. Das ist halt auch so dumm gemacht. So. Und so. So, auf jeden Fall der TIE Fighter schon mal wieder mit drin. Easy. Oh, ich rauche aber ganz schön, du. So, wo ist er denn? Ups. Hey, wieso habe ich jetzt nur noch 2 Leben? Egal. So, wieder 50.000 plus gemacht. Easy. Und Chuck und Chuck. Und gibt einen goldenen Stein. Und wir kriegen nochmal ein bisschen was extra. Ich glaube, das sind 50.000 oder so. Oh, war es doch 100?
Und nochmal 100. Perfekt. Sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Quasi plus minus 0. Gut, damit haben wir den roten Stein, den wir wollten. Und dann würde ich sagen, ich mache jetzt eine kleine Pause. Und nach der Pause holen wir uns die restlichen roten Steine, die wichtig sind. Wo waren denn nochmal? Da, und Besiegbarkeit in Episode 4, Level 5. Das ist unser nächster Way to go. Episode 4, Level 5. Episode 4, Level 5. Level 5. Flucht vom Todesstern. Genau. Und hier den roten Brick. Gut, Leute. Wie gesagt, ich mache eine kleine Pause. Wir sehen uns gleich. Bis gleich.